Okay, so, auch bei mir das dritte Video, weil ich es schön am Ende versaut habe, aber wir wollen ja ordentlich arbeiten. Die Nachbarn sind jetzt auch ruhig, also Action. Deine Position war hier zu Ende. Du gehst von hier aus gleich tief in die Plank, setzt die Füße zurück, drückst die Oberschenkel eng aneinander, die Hände unter der Schulter, die Schulter zurück, das Brustbein lang. Den Bauchnabel ziehst du fest ein. Von hier aus schieb dich mal ins V. Du schaust auch durch die Beine, durch die Arme, meine ich natürlich. Das kannst du aber lassen, Andrea. Du schaust durch deine Arme zu den Füßen, schiebst dich zurück und bringst die Knie mit den Schienbeinen parallel zum Boden. Wieder nach oben und wieder zurück. Po Richtung Himmel, Brustbein nach vorne schieben. Ausatmen, einatmen. Das kannst du dynamisch machen. Achte darauf, dass du immer durch die Arme schaust, den Blick wieder mit nach vorne nimmst, damit deine Halswirbelsäule entspannt bleibt und nicht verkrampft. Das machst du ein paar Mal. Dann bleibst du hier vorne in der Position, ziehst die Knie ein bisschen enger, so dass sie unter deinem Becken sind. Von hier aus schiebst du deine Beine in die Streckung. Aus dem Gesäß heraus die Ferse nach hinten wegdrücken, so dass dein Bein wirklich komplett Länge bekommt. Stell dir vor, du schiebst gegen eine Wand. Das kannst du kombinieren, indem du von der Position deine Füße nach außen setzt. Nach hinten schieben, mit der Ausatmung und zur Seite. Im Wechsel. Aus, ein. Aus, ein. Tipp, 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 tipp. Auch das machst du einfach ein paar Mal, um dann in der Mitte zu bleiben. Vielleicht kurz die Knie absetzen, noch einmal durchatmen, den Bauch wieder einziehen, das Brustbein wieder nach vorne, noch einmal die Knie anheben, zurücksteigen und dann ziehst du den Spann parallel zum Boden. Die Knie Richtung Brustbein. Auch hier kannst du schneller werden, machst du Runnings draus. Vielleicht willst du die Übungen miteinander kombinieren. Füße eng, ins V, nach vorne, tap, tap, V, vor, tap, tap, Runnings im Anschluss. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du bist ein bisschen ins Schwitzen gekommen und wir sehen uns definitiv wieder, denn trotz allem Sport halte ich das ohne euch überhaupt nicht mehr lange aus. Tschakka!